willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Another day, another beauty drama. Vor nicht allzu langer Zeit ist eine Foundation auf den Markt gekommen, die ersten Reviews bekommen hat, die sehr, sehr positiv waren. Und zwar von Juvia's Place. Es gibt da neue Foundations, die haben sehr viel positive Kritik bekommen, dadurch, dass sie eben sehr, sehr viele Shades hatten, sehr inclusive sind und eben die dunklen Shades sogar die ersten Shades waren, sprich die 100er Shades. Normalerweise ist es ja andersrum, dass es immer mit den hellsten Farben anfängt. Mir persönlich ist es egal, in welcher Reihenfolge irgendwas ist, aber ich verstehe, warum es vielleicht irgendwie wichtig sein kann. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, ich teste den ganzen Scheiß mal. Soll sehr full coverage sein, soll sehr gut sein. Die haben Foundation, Concealer und Puder gelauncht und ich habe alles gekauft und dann das Drama. Das Drama hat begonnen. Einige Influencer haben angefangen, sich gegen diese Firma auszusprechen, weil sie anscheinend, obwohl sie von einer dunkelhäutigen Frau geführt werden, sehr nicht gut mit den entsprechenden Influencern umgegangen sind und sie nicht wirklich unterstützt haben, seit Nikki Tutorials sie so ein bisschen gepusht hat, weil sie so ein Fan von den Produkten ist anscheinend. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das Drama in der gerade internationalen Beauty-Community hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich werde die Produkte testen. Ich werde euch sagen, was ich davon halte, egal ob gut oder schlecht. Und wenn ihr Lust und Zeit habt in eurem Leben, dann könnt ihr euch gerne mal informieren, was hier gerade abgeht, ob ihr das unterstützen wollt oder nicht. Das bleibt dann euch überlassen. Aber ich werde sie jetzt testen. Wie gesagt, soll sie extrem gut und extrem full coverage sein, diese Foundation. Wir werden mal gucken, ob der Concealer was kann, ob das Puder was kann oder ob die Foundation was kann. Natürlich werde ich auch wieder einen Wear-Test machen, sprich ich werde die drauf lassen eine Weile und es ist so unglaublich heiß, dass es definitiv ein guter Test ist. Okay, ich würde mal sagen, wir starten. Ich habe euch jetzt mal rangezoomt. So sieht meine Haut gerade aus. Ihr könnt sehen, sie ist nicht perfekt, aber jetzt auch nicht großartig dramatisch. Also ich hatte schon schlimmere Phasen in letzter Zeit, gerade hormonell. Das ist jetzt gerade noch halbwegs in Ordnung. Ich habe einfach nur sehr viele unterschiedliche Farben im Gesicht gefühlt und meine Augenringe sind immer da, weil ich schlafe nicht. Ich habe schon meine Haut vorbereitet, ich habe ordentlich Creme drauf gemacht, ich habe ein Peeling gemacht, ich habe alles gemacht, was ich konnte und werden jetzt die Foundation testen. Ich habe zwei Farben bestellt und zwar einmal 710 und 600. 710 ist in diesem Fall die hellere Farbe und die passt deutlich besser. Ich habe schon ein bisschen geswatcht. Und ich swatche sie euch jetzt auch nochmal als Referenz. Die hellste Farbe von der Essence Fresh and Fit Awake Make-Up Foundation. Das wollte M und so. Das ist so mein Hautton eigentlich. So sieht die Verpackung aus. Es ist so eine kleine Tube. Ich bin nicht der größte Fan davon. Ich mag es ganz... Ruhe da draußen. Ich mag es ganz gerne zu sehen. Ja, wie viel Foundation drin ist, wie die Farbe aussieht und so weiter. Vor allem, weil ich ja jetzt zwei Farben habe. Das heißt, ich muss immer gucken, wo steht denn jetzt nochmal die, da hinten stehen die Zahlen drauf. Da werde ich wieder vergessen, dass die eine die hellere ist und ach, keine Ahnung. Und kostentechnisch, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es bei mir ganz unkompliziert ankam, relativ schnell. Ich weiß nicht, ob da noch eine Rechnung vom Zoll kommt oder nicht, wir werden sehen. Also habe ich noch einen Swatch von einem anderen Produkt auf meiner Hand, also ignorieren wir das einfach mal. Das sind so die ersten Swatches. Das ist die 710 Farbe, glaube ich, und das ist die 600er. Ich habe extra welche genommen, die so ein bisschen weiter voneinander entfernt waren, damit ich eben mischen kann. Und das werde ich jetzt auch machen. Leute, Bea Miller hat einen neuen Song gedroppt. Und wie ihr vielleicht wisst, liebe ich dieses Mädchen. Und ich singe ihn die ganze Zeit. Es macht mich wahnsinnig. Ich kann nicht aufhören. Wenn ich zwischendurch mal ein bisschen rumsumme, I'm sorry. Ich mische die Farben jetzt mal so ungefähr Hälfte, Hälfte und gucke mal, was passiert. Die eine Seite werde ich mit einem Schwamm auftragen und die andere mit einem Pinsel. Allerdings fange ich bei beiden auf jeden Fall mit einem Pinsel an, weil ich das immer so mache. Ist auf jeden Fall relativ dickflüssig. Das habe ich aber jetzt eigentlich auch erwartet. Ich glaube, die Farbe könnte halbwegs hinhauen. Ein bisschen hell vielleicht, aber was soll's. Okay, die Seite trage ich jetzt einfach direkt mit diesem Pinsel auf. Wie gesagt, ein kleines bisschen hell. Mein Gesicht ist aber viel heller als mein Hals, was mich wahnsinnig macht. Riecht nicht nach viel. Oh. Ja, das ist Full Coverage. Damn. Ich muss sagen, mein erster Eindruck ist wirklich sehr positiv, was das betrifft. Aber gut, wir versuchen mal die andere Seite. Wie gesagt, trage ich das trotzdem mal so auf, weil ich einfach mit dem Schwamm nicht so die Kontrolle darüber habe, wie viel Produkt ich drauf mache. Ich will jetzt nicht unglaublich viel. Okay, schauen wir mal. Oh, ich habe nicht gut gemischt. Hier ist es einfach dunkler. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. I'm stupid!
Nein. Ja, die Seite ist auf jeden Fall dunkler. Ich struggle gerade richtig, diese Farbe gleichmäßig zu bekommen, weil ich so blöd bin, einfach nicht richtig gemischt habe. Ich habe gedacht, ich habe richtig gemischt, aber anscheinend nicht. What's up? Keine Sorge, ich mache gleich die Foundation aus meinen Haaren am Schluss. Ihr müsst es noch ein bisschen mit ansehen, aber nur ein bisschen. Also ich habe auf dieser Seite jetzt gefühlt 20 Schichten mehr drauf. Ich sehe ein bisschen crazy aus, aber ich hoffe, wir können das irgendwie ausgleichen gleich. Ich hoffe einfach mal darauf, dass es gleich nicht mehr so auffällt, wenn ich Bronzer und weiß Gott was habe. Also was ich sagen kann, abgesehen von meinem Farbfail gerade, sie sitzt schon ganz gut auf der Haut. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Seite mir besser gefällt vom Auftrag her. Ich glaube sogar die Pinselseite. Aber es ist halt eine Full Coverage Foundation. Also da kann man jetzt nicht erwarten, dass die super, super dünn ist auf der Haut. Für das, was sie sein will, sitzt die sehr gut auf der Haut. Auf der Seite auf jeden Fall ein bisschen besser, weil wie gesagt, da ist weniger drauf. Mir ist tatsächlich noch nie so krass passiert, dass man den Farbunterschied so gesehen hat, wenn ich nicht gut gemischt habe. Ich habe schon oft wirklich nicht gut gemischt. Und dann war es trotzdem in Ordnung. Und das war jetzt richtig so, wow. Was vielleicht daran liegt, dass es eine Full Coverage Foundation ist. Aber wir machen weiter mit dem Concealer. Das ist der I Am Magic Concealer in der Farbe 23. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist ein Riesending. Riesig. Ja, ist Farbe 23. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte hellste oder keine Ahnung mal. Ich weiß es nicht mehr. Sieht nicht so schlecht aus. Sieht sogar ein bisschen hell aus vielleicht. Wobei, ich glaube, es passt sogar. Wir probieren es einfach mal direkt aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, auf der Seite sieht es sehr hell aus. Upsi! Übrigens dringend einen neuen Beauty Blender. Dringend. Okay. Also von der Deckkraft her bin ich da schon mal sehr positiv gestimmt. Ich bin jetzt aber gespannt, ob er meine Fältchen kriegt, weil eigentlich fast alles in meine Fältchen kriegt. Ich habe hier unter den Augen einfach von der Art, wie mein Gesicht ist, relativ viele so kleine Falten, sobald ich anfange zu reden. Und da kriege ich alles rein. Alles. Und deswegen kann ich auch so schlecht baken, weil da immer alles reinkriege. Das macht mich wahnsinnig. Apropos baken, wir haben ja noch Puder. Das ist das Eye Magic Setting Powder in der Farbe White Sands. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Farbe passt. Ich musste halt komplett raten. Ich fand auch, dass die Farben online sehr, sehr schwer zu erkennen waren. Ich weiß nicht. Die haben sich eigentlich viel Mühe gegeben, das gut zu machen, aber ich fand es trotzdem schwierig. ASMR. Ein bisschen laut für ASMR. Das ist gerade ein bisschen dunkel. Ich probiere es mal. Kann mir nur schaden. Crease Central. Okay, ja, es ist ein bisschen dunkel, aber es ist nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe. Wobei man schon einen deutlichen Unterschied sieht. Aber ich bin eh nicht so der Fan von super hell unter den Augen, deswegen stört mich das jetzt nicht. Das sieht tatsächlich sehr schön aus. Also wirklich sehr schön. Ich mache mal die andere Seite. Okay, ich packe mir das einfach mal aufs restliche Gesicht noch. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Deckkraft aussieht, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas bemerkt. Ich habe das Gefühl, das hat auf jeden Fall meine Farbsituation so ein bisschen ausgeglichen, wofür ich sehr dankbar bin. Hier drüben habe ich eine Situation, ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier ist so ein bisschen so fleckig. Also soweit, es sieht auf jeden Fall gut aus, es sieht aber auch relativ schwer aus. Es sieht definitiv nach Make-up aus, sieht nicht aus, als hätte ich jetzt einfach nur von Natur aus wunderschöne Haut. Ich werde jetzt mal kurz meine Augenbrauen machen und Setting Spray drauf sprühen und gucken, ob das noch was macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Freunde, das hier ist der momentane Stand. So sieht das Ganze aus. Wer wissen will, was ich gerade im Gesicht habe? Einmal Huda Light Bronzer, einmal Anastasia Blush Trio in Peachy Love, aber die rosanere Farbe. Nur ein ganz kleines bisschen. Und diesen Highlighter, der so schön ist, hallo. Pretty Vulgar in Shimmering Swan. Das sind so gerade die, ach ja, und der Lipgloss ist von Fenty. Dieser, wie heißt der, Gloss Bomb oder sowas. Bevor ich irgendwas zu meiner persönlichen Meinung bisher sage, außer das, was ich schon gesagt habe, werde ich jetzt ein anderes Video drehen. Ich werde noch einen Augen-Make-up-Look schminken und ganz lange noch warten und mich melden nach ein paar Stunden und gucken, wie das Ganze gehalten hat. Und deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns in ein paar Sekunden für euch und in ein paar Stunden für mich wieder. Okay, ich Vollidiot habe gerade gemerkt, dass ich gerade schon das Auto gedreht habe, aber mein Mikro aus war, weil ich total bescheuert bin. Es ist schon nach 1 Uhr nachts und ich habe das ganze Zeug jetzt drauf seit fast 5 Stunden. Sieht jetzt so aus, ich werde euch jetzt ein bisschen was einblenden, was ich vorhin schon gefilmt habe, denn ich habe vorher nochmal abgepudert, um zu gucken, ob das was bringt, hat nichts gebracht, Spoiler. Es fühlt sich noch in Ordnung an, so viel kann ich sagen. Es ist nicht super schlimm, aber hier gerade in den Bereichen, wenn ich jetzt, ich fasse es fast nicht an,
aber die Foundation bricht halt komplett auf und sie geht so in die Poren rein, was mir leider sehr, sehr oft passiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe schon alle möglichen Primer ausprobiert, alle möglichen Skincare-Sachen. Es passiert immer. Deswegen wundere ich mich jetzt nicht. Es war auch unfassbar heiß. Also diese 4-5 Stunden waren jetzt fast wie so 8 in einem normalen Umstand. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Für eine Full Coverage Foundation ist es noch in Ordnung. Wie gesagt, es ist halt nur sehr, sehr schade, dass es aufbricht. Der Concealer hat relativ früh angefangen zu creasen, was mich sehr enttäuscht hat, weil ich ihn am Anfang richtig, richtig schön fand und auch mit dem Puder zusammen auf meinem Auge. Ich werde das Puder definitiv noch mit einem anderen Concealer probieren, einfach um zu gucken, ob das besser ist. Ja, das Creasen ist halt leider so ein bisschen blöd, aber das passiert, wie gesagt, fast immer, beziehungsweise ja eigentlich mit allem, was ich benutze. So oder so finde ich schon, dass sie einen guten Job gemacht hat. Gerade, wie gesagt, für eine Full Coverage Foundation ist sie auch nicht super schwer. Dafür, dass es so heiß war, war sie trotzdem in Ordnung, angenehm. Sie war nicht super angenehm, aber definitiv habe ich schon deutlich, deutlich extremere Foundations auf meinem Gesicht gehabt, die auch noch viel krasser hier so Ölproduktion angeregt haben anscheinend. Das war gar nicht so schlimm, ich habe nicht so krass geglänzt, aber wie gesagt, sie geht halt in die Poren rein und bricht so ein bisschen auf, was halt leider, leider sehr schade ist. Concealer teste ich noch ein bisschen weiter, ich fand ihn eigentlich wirklich schön. Auch von der Deckkraft her, ich muss mal gucken, vielleicht mit einem anderen Puder oder mal ja, einfach ein bisschen rumprobieren. Aber an sich fand ich ihn gar nicht so übel. Ich fand ihn aber als Lidschattenbase nicht besonders geil, muss ich sagen. Es hat relativ schnell gecreased und das sah nicht so geil aus. Puder fällt mir eigentlich sehr gut auf den ersten Blick. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es am Concealer lag oder am Puder, dass es unter meinen Augen so schön aussah. Deswegen werde ich das definitiv nochmal separat testen. Ihr werdet es sicherlich im Laufe der Zeit in Videos nochmal sehen. Und ja, das war, glaube ich, so mein grobes Fazit. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne und aktiviert die kleine Glocke, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Und auch auf meinen Social-Media-Seiten könnt ihr mir folgen, da würde ich mich auch sehr freuen. Ihr findet jetzt hier rechts ein anderes Video auf diesem Kanal und noch eine Playlist mit ganz vielen weiteren Videos dieser Art. Außerdem könnt ihr gerne auf meinem Musikkanal vorbeischauen, da bin ich auch momentan gerade wieder ein bisschen aktiver. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder eine Bewertung freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.